Schwestern und Brüder, von Adrienne von Speyer stammt der schöne Gedanke, dass alle Sendungen in der Heiligen Schrift, alle Schickungen, letztendlich Sendungen in den Weinberg sind, in den Weinberg Gottes. Wir dürfen ruhig auch die Stelle der Sendung des Josef, auch wenn es ein schäbiger Verkauf ist durch die eigenen Brüder, ist es auch eine Sendung, eine Schickung, die schließlich zur Rettung dieser verräterischen Brüder führt. Wir bekennen uns in jedem Credo dazu, dass wir eine apostolische Kirche sind, eine Kirche der Sendung. Und natürlich wurzelt jede Sendung für uns in jener unvergleichlichen Sendung des Sohnes in den Weinberg, von der Jesus selber heute spricht. Eine Sendung, die vordergründig in der Katastrophe, in diesem stumpfsinnigen Gedanken, den die Winzer da austauschen. Das ist der Erbe, wir wollen ihn töten, dann erben wir seinen Besitz. Dass es auch zu ihrer Rettung geschieht, können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Sie sind einfach nur von Bosheit erfüllt. Das sind aber die Wege Gottes. Alle Schickungen und Sendungen wurzeln in dieser Sendung des Sohnes und empfangen hier ihre Kraft. Bis heute gibt es diese Sendung und bis heute gibt es zugleich die Bosheit, die dagegen aufsteht. Wir müssen uns nicht nur fragen, wo wir mit unserem Leben sind, auf welcher Seite wir stehen, ob wir mit unserer Bosheit, die uns eigen ist, gegen die Sendungen durch Gott aufstehen oder ob wir uns in diese Sendung einfügen lassen, in die große, einzige Sendung, um wahrhaft apostolisch zu sein, mit dem, was wir tun, was wir reden und wie wir leben.